Gelb oder Rot, für viele ganz ungewohnt, nicht zu diskutieren, sondern die Karten persönlich in der Hand zu haben. Regelmäßig bietet die Schiedsrichterkommission des DFB Sportjournalisten die Gelegenheit, selbst zu entscheiden und die Unparteiischen besser zu verstehen. Es gab ja zwei Zielsetzungen. Die eine ist aus Sicht der Journalisten, dort Regelkenntnis zu erfahren, vermittelt zu bekommen, um eben auch gewappnet zu sein für das, was am Wochenende vorkommt und passiert. Und die Regel oder die Absicht aus unserer Sicht muss natürlich sein, Verständnis zu schaffen für das, was da passiert. Auch Verständnis für Fehlentscheidungen, aber auch darauf zu verweisen, wie knapp und wie eng viele Entscheidungen sind. Und über 90% auch richtig. Trotzdem wird über die Fehlentscheidungen immer wieder heftigst diskutiert, häufig zu Unrecht. Die Unparteiischen fordern mehr Verständnis und? Dass die Journalisten auch mal die andere Sicht sehen, weil häufig wird von klaren Fehlentscheidungen gesprochen. In der vierten, fünften Zeitlupe wird dann das klare Abseits gesehen oder das klare Foulspiel. Und die normale Realität auf dem Spielfeld ist halt teilweise eine andere. Und wenn Fehler gemacht werden, werden sie gemacht. Die werden auch schonungslos bei uns aufbereitet und analysiert. Aber manchmal wünscht man sich in den Medien halt, dass man ein bisschen fairer vielleicht behandelt wird. Dass man sagt, Mensch, warum hat er diese Entscheidung so getroffen? Konnte er überhaupt die richtige Entscheidung treffen? Und das war uns ein Anliegen, dass das hoffentlich heute vermittelt werden konnte. Es ist viel mehr Austausch als Nachhilfestunde, denn auch die Schiedsrichter profitieren. Ich lerne auch dazu, ich lerne immer wieder dazu und das ist interessant, hochinteressant. Aber es ist auch interessant zu sehen, wie unterschiedlich die Meinungen häufig am Anfang sind. Ich bin davon überzeugt, wenn wir die Veranstaltung in einer Woche wiederholen würden, hätten wir viel bessere, viel höhere Trefferquote. Und das zeigt eben, dass wir in diesem Bereich immer wieder arbeiten müssen, Verständnis zu schaffen, damit auch in der Öffentlichkeit Schiedsrichterentscheidungen objektiv und richtig dargestellt werden. Das hilft auch den Schiedsrichtern.